Ja. Hallo Jürgen. Hi. Du bist doch auch bei der Polizei, oder? Ja. Der Stromberger, der ist so ein bisschen überfordert, glaube ich, gerade. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er deutlich überfordert aus meiner Sicht. Okay. Ich wollte nur Bescheid geben, dass auf meinem Feld der 67, da steht noch dem Ex-Bürgermeister sein Auto. Vielleicht lasst er das mal abschleppen oder so. Ja, mache ich jetzt. Ich komme, wollte gerade eh vorbeikommen. Okay. Bei mir? Okay, ich bin gerade noch auf der 69 am Ja, Anpflanzen. da wollte ich hinkommen. Klapp, klapp. Gut, bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Nanu, hey. Okay, gut, dann machen wir das hier fertig. Kriegen wir noch hin. Spätestens morgen sind wir fertig. Also, Real-Time morgen. Und dann werde ich wohl doch die Felder nach der nächsten Ernte ins Online-Portal stellen. Weil sonst werde ich die, glaube ich, nicht los. Aber ich säe jetzt eben noch mal an und lasse ja auch noch mal düngen und alles und dann passt die Sache. Der Gurkenverkauf tut mir ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da ja, wie viel da alle Stunden verkauft werden, aber es tut mir gut. So, dann sind wir nämlich gleich fertig hier. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo, wer spricht da? Der Herr Reinhardt. Ah, Herr Reinhardt. Haben Sie Ihren Rausch ausgeschlafen? Ich könnte jetzt wieder arbeiten gehen. Ich bin so gut wie fertig. Okay. Also, tut mir leid. Aber wie geht's Ihnen denn jetzt so? Ich will wieder nach meiner in meine Heimat zurück. Okay. Meine Eltern sind auch mittlerweile krank. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Ja, und da muss ich nach dem Rechten sehen. Hä, nochmal? Also wahrscheinlich werde ich nach dem Rechten sehen, dass es denen gut geht. Meine Okay. Eltern. Wahrscheinlich muss ich die dann pflegen. Ja, Ja, so werde ich hier ausreisen müssen. jo, dann machen Sie das mal. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, gell? Ja, Bestes ich Gelingen und gehe jetzt noch mal können ja irgendwann nochmal überall nicht anrufen, da. wenn es Ihnen, wenn Sie Lust haben. Ja, tschüss. Tschüss. Der hat sich ja nicht so gut angehört. Den hat es richtig getroffen, dass er jetzt kein Bürgermeister mehr ist. So, letzte Bahn. Sehr schön.
Oh, dann muss ich auch mal gleich mit dem LU quatschen, damit die noch hier düngen. Alles rausholen, was aus den Feldern noch geht. So, warte mal, 58. Habe ich jetzt 200 Öcken gekriegt? Ich muss gerade gucken, was da im Buch steht. Gurke. 88 pro Stunde. Irgendwie habe ich aber mehr gekriegt. Naja. Gut. Dann mache ich mal die Abrechnung beim Lohnunternehmen. Maschine irgendwie zu sehr geschoben. Hallo. Hallo. Herr Neumann, Herr Racex. So, da ist Ihre Sämaschine wieder. Ein bisschen dreckig, aber. Ja. Was denken Sie, wie das auf dem. Das Feld ist so trocken, ey, das staubt alles. Glaube ich. Wäre mal schön, wenn es wieder ein bisschen regnen würde. Ja, genau. Was kriegen Sie denn fürs Striegeln? Ach so, warte, das war eine halbe Stunde, 600. 600? Okay, und fürs Saatgut? Gucken Sie mal rein, wie viel noch drin ist. Ich glaube, die muss auch noch in die Wartung, ne? Irgendwann anders. Dann wären wir bei einem Betrag von 3.200. Wie viel? 3.200. Mit dem Striegeln. Mit den Striegeln, ja, beides zusammen. Oh, der ist aber gerade ungeschickt. Hier. Ja. Ich habe nur 2.134. Jetzt sind sie. Das ist umgekehrt. Vorher war ich das. Wie viel kostet das denn? 2.200 will er haben. So, Volker. Ich mag dich so gerne, ne? Och. Ich bezahle und du stotterst halt einfach bei mir ab. Ja, in 40 Minuten kann ich dir auch wieder zahlen. Kommen wieder die Einnahmen vom Gewächshaus rein. So, bitte. Danke. Ich schick's gerade mal weiter. Herr Neumann. 2-2. So, vielen Dank. Danke. Tschüss. Hallo. Tschüss. Ja, tschüss. Hat jemand Arbeit? So, gut, dann muss ich jetzt meinen Ford holen da oben. Dass ich den auch noch hab. Anhänger, ich war
glaube ich, nur mit dem Ford unterwegs. Kann das sein? Schmeins erwartet. So, dann muss ich nämlich eigentlich auch mal noch. Ich hoffe mal, dass ich heute Abend noch zu den Schäfchen komme. Gucken, wie es denen geht. Den ganzen Nachmittag war ich nicht da. Gleiche Radiosender ist immer gut. So, wünsche euch natürlich allen einen schönen Sonntag. Viel ist es ja nicht mehr jetzt heute in der Folge. Jürgen, was läufst du hier auf der Straße lang? Hoch zum Bauhof. Läufst du auf der falschen Straßenseite, ne? Immer dem Verkehr entgegenlaufen. ich habe oben mal noch den Waldra vom Rennen hingestellt. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert. Ich auch nicht. Okay, na jo. Ist ja nicht unser Geld, ne? Ich werde vorschlagen, wir verkaufen die und davon teilen wir uns den Gewinn, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, der steht nicht bei mir im Dings da. Nee, keine Ahnung. Muss mal beim Stromberger oder so nachquatschen. Ja, oder wir lassen sie einfach stehen. Gehört ja nicht uns. Jo. Okay, gut. Okay, ciao. Tschüss. Ja, schön auf der richtigen Seite zu laufen. Okay, vielleicht klopfe ich auch nochmal beim Hans-Peter an. Wegen der Sämaschine. Schau bei dem gerade mal vorbei. Hallo, Herr Reinhardt. Herr Reinhardt. Herr Hans-Peter. Hallo. Sie stehen hier gerade so verloren in der Gegend rum. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ah, okay. Ich hatte mal angefragt wegen der Sämaschine. War letzte Woche. Ja, egal. Nee, ich habe sowieso keine Kohle. Lass mal das sein. Bin pleite. Muss gleich noch 2200 Euro an den Jürgen zurückzahlen. Oha. Jo, dann bin ich richtig broke.
Okay. Dann müssen sie eh noch sterben, wann wir bezahlen. Stimmt, die hatte ich noch nicht ausgerechnet. Och. Aber das können sie dann bezahlen, wenn sie ein bisschen mehr Geld haben. Ja, das hoffe ich, dass es demnächst mal wieder was wird. Vielleicht nächste Woche, wenn das Soja geerntet ist vom Landhandel. Okay. Ich sehe gerade, mein Soja ist auch gerade erntet worden. Ich habe jetzt auch da oben ein Feld. Ah, okay. Gut, nee, dann war's das. Ja. Gut, danke. Tschüss erstmal. Tschüss. Ah, stimmt, ich habe keine Kohle. Wie soll ich denn da bezahlen? Mei, mei, mei. Ist auch ganz schön flott unterwegs. Naja. Irgendwie muss ich an mehr Geld kommen. Ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht hole ich mir von der Stadt einen Kredit. Und bau noch die Gewächshäuser. 50.000 Kredit bräuchte ich da, plus Steuer 20%, also 60.000 Kredit bräuchte ich. Dazu kommen noch die Baukosten von 70.000 Kredit. Ich kann nicht mal die Felder düngen lassen, weil ich keine Kohle habe. Also ich hoffe mal, dass die nächste Woche produktiver wird. Oder dass wir da auf jeden Fall mehr Geld rauskriegen. Und dass wir dann so langsam aber sicher mal in den Bereich kommen, wo wir auch Geld verdienen und nicht nur ausgeben. Das wäre zumindest sehr schön. Hallo? Hallo, Herr Reinhardt stört nochmal. Ah, Herr Reinhardt. Wissen Sie, ob es ein gutes Taxiunternehmen gibt? Ich an Ihrer Stelle würde es einfach mal am Hafen probieren. Okay. Da finden Sie normal immer irgendeine Ausreisemöglichkeit. Okay, wie lange geht denn heute der Tag eigentlich noch? 10 Minuten. Also, okay. Nee, wir sind gleich durch. 2 Minuten. Okay. 2 Minuten Realtime. Okay. Gut. Tschüss. Bis dann, Herr Reinhardt. Tschüss, machen Sie es gut. Das ist richtig geknickt, ey. Aber dann würde ich mich an dieser Stelle auch bei euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne auch bei den anderen Tagen rein. Montag bis Sonntag, jeden Tag. Eine neue Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf meinem YouTube-Kanal. Immer wieder auch mal Streams von anderen Sachen auf twitch.tv/varunalp. Manchmal Minecraft, manchmal LS19. Ja. Haut rein, macht's gut, bis dahin, tschüss.